Recht herzlich willkommen zur 199. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir einen Zug gemacht, der jetzt gerade hier nicht zu sehen ist, wie wir sehen. Sehen wir nichts. Ups, das war natürlich falsch. WASD funktioniert hier natürlich nicht. Wir können das aber immer gerne probieren. Und der Zug, den wir gemacht haben, der wartet gerade hier. Das ist diese schicke Lok mit den Anhängern. Fahrzeugdetails, wir haben die DBBR 143, mit wie vielen Anhängern da dran? Steht das da auch? Haltlänge 5, Vehicle Count 9, alles klar, dann sehen wir das hier auch. Und ich war letzte Folge, glaube ich, schon am überlegen, ob wir da nicht einen zweiten draufstellen. Und ich bin der Meinung, das macht Sinn. Getreidehof Mühle ist der Weg, wo wir hin müssen. Und wir brauchen das Bahndepot dann. Also der fährt ja immer voll, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Rückweg leer, Hinweg voll. Und wir haben letzte Folge anfangs 95, Ende 97.000 hier auf dem Bahnhof gehabt. Und es sind sogar noch 98 jetzt geworden. Das heißt, in der Zeit steigt das Ganze noch. Das heißt, der nächste Zug wird definitiv das noch nicht runter. Also wird das dann runterfahren. Aber nicht so, dass der sich nicht lohnt, ne? Also ab ins Depot, eine Lok ausgewählt, die war hier, die BR 143 und wir brauchen 9 Waggons dafür. Sind das die? Ich glaube, das sind sogar die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das war die Linie Getreidehof, Mühle und starten und schließen und abfangen und beobachten. So, dann fährt er da jetzt auch lang und der macht dann da auch noch was. Ich hoffe, dass da genug Kapazitäten sind für Gleisfahrten mit Zügen, weil hier sehen wir, steht ja auch schon was, ne? Alternative wäre natürlich, wir ziehen den Bahnhof hier raus, ne? Und der fährt da lang. Nicht über den Bahnhof hier. Was ist denn hier auf dem Bahnhof am Stehen? Dresden. Dresden ist cool. Hier stehen natürlich auch noch 10.000 landwirtschaftliche Güter, ne? Die zur Klosterbrauerei müssen. Das war die LKW-Strecke, oder? Da muss ja dieser Wagen das sein hier, oder? Ja. Da müsste man mal was machen, wa? Vielleicht mal ein LKW mehr da drauf. Obwohl die Kapazitäten dann eher größer sind. Und wenn die Kapazitäten größer sind, bedeutet das eigentlich, dass es mit einem Zug Sinn machen würde, ne? Ich glaube, wir machen erstmal hier LKW. Machen wir hier Getreide draus. Flachs geht auch. Der. Und der Anhänger ist der. Und ja, jetzt hätte man noch gerne gewusst, welches, ne? Klosterbrauerei war das irgendwas. Der fährt da nicht. Kriege ich den da? Ja. Getreidebrauerei ist das wohl. Getreidebrauerei. Haben wir. Und kopieren, kopieren. Starten, starten, starten. Fertig. Ich glaube, so viel brauchen wir da bei 26 Tonnen bestimmt. Halte sind ja genug hier. Ach guck mal, da ist sogar zwischendurch mal ein Haus gebaut worden. Passt. So, der andere Zug war wahrscheinlich schon hier und fährt jetzt so eine zweite Runde hier. Ach so, nee, das war der erste, aber der ist ja definitiv hier mit schwarzen Zahlen. Und hier haben wir schon das erste Problem, er kriegt keinen freien Bahnsteig.
Das war das, was ich vermutet habe. Allerdings hätte der da auch schon keinen freien Bahnsteig gekriegt. Aber wenn ich hier so gucke, dann würde ich jetzt sagen, da können wir doch noch was machen, oder? Und hier ist es natürlich fragwürdig, ob das hier so mit den Dingens, weil die halten da ja jetzt gleich die Schranken runter und dann fahren die Züge noch nicht mal da durch, oder? Obwohl, das macht der biegt ab. Und der da wahrscheinlich auch, oder? Ja. Aber die halten dann hier an. Das ist nicht so toll, ne? Sollen wir mal gerade gucken, ne? Der hält da wahrscheinlich an, naja. da müssen wir überlegen, wie wir das hier managen. Die fahren alle hier vorne hin, das ist schon mal gut. Also sind die hinteren Bahnsteige super, ne? Bahnsteigehalte, die hinteren halt, ist dann eher nicht zu gebrauchen. Dieser Zug hier steht auf beladen. Wo soll denn der was hinbringen? Getreiderad auf Zell. Aha. Wo fährt denn hin? Lilienthalstraße? Ja. Ach, der fährt auch zur Mühle. Alles klar. Warum lädt er denn für die Mühle dann nicht? Das ist jetzt komisch, oder? Tonnen hat der. Und der könnte hier genug mitnehmen, ne? Gerste über Radolfzell. Radolfzell, süddeutscher alter Getreidehof, das ist hier. Dann zur Linienstraße. Dann fährt er zur norddeutschen Mühle, die ja da oben ist. Und für die lädt er nicht. Für die könnte er genauso gut laden, oder? Komisch, sehr komisch. Ich mach mal gerade einen Schritt. Ne, da sind wir falsch. Fahrplan, einen Schritt weiter. Und beobachte ihn weiter und gucke, ob er das abliefert und ein neues kriegt. Weil irgendwas passt jetzt hier nicht, oder? Jetzt darf er fahren. Interessant war, dass alle Schranken runtergehen. Eigentlich hätten nur diese runtergehen müssen, oder? Naja. Schauen wir mal, was er da oben zaubert. Er hat jetzt hier auf jeden Fall die Minusgeschichte noch am Hals. Aber der hat noch keine Fahrten gemacht dahin, oder? Auf jeden Fall ist er voll. Nee, doch. Tonnen, der war auch nicht voll jetzt gerade, oder? Wo ist er jetzt? Da oben. Passt. Ist der einer zu lang geworden? Ich glaube, der ist einen zu lang geworden, ne? Das wird es wahrscheinlich sein, weil, ja. Der fährt da jetzt auf jeden Fall auch hin, bringt natürlich nichts weg.
So, er ist wieder mit 0 unterwegs, das ist klar. Wo ist der zweite? Steht der im Bahnhof? Steht im Bahnhof, ne? Ah, jetzt habe ich den nicht erwischt, jetzt aber. Fahrzeugdetails waren 9. Fahrzeugdetails hier sind 10. Ich habe die Lok eben nicht mitgezählt. Nur Anhänger gezählt. Das war falsch. Okay, das bedeutet, er kann da nicht laden. Und fährt halt mit einem leer durch die Gegend. Das ist nicht gut. Ja, hier, da ist einer. Und er ist jetzt wieder da. Und was macht er? Lädt jetzt wieder. Ich habe keine Ahnung, warum er da auf irgendwas vorhin gewartet hat. Und da ist hier irgendwas auf dem Fahrplan eingestellt. Ja, klar, aber die 100% hätte er kriegen können. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Okay, dann fährt da noch einer mehr, der aber in Lilienthal auch noch anhält. Aber ist nicht so wild. So, er hier muss erstmal entladen. Wenn er entladen ist, fahre ich ihn trotzdem zum Depot kurz, um einen abzuhängen, weil das kostet uns ja dann auch im Endeffekt Gewinn. Und so wie es aussieht, sogar die Menge gewinnen. Dass er ins Minus fährt. Vielleicht. Müssen wir mal gucken, weiß ich nicht. Aber definitiv fährt er ja nicht. Da kommt er. Nee, kommt noch nicht wieder. Der ist jetzt erst da oben. Ja, man müsste jetzt überlegen, ihn. Na komm, zack. Nix geladen und ab zum Depot mit ihm. Schnell dahin. Kurz einsteigen, kurz einen wegmachen und wieder starten und alles ist gut. So. Jetzt fährt er auch wieder schön die Sachen, die wir farmen wollen. So, er ist jetzt wo? Ach, er zwar hat einen Zwischenhalt gehabt, fährt aber leer weiter. Okay, kriegt jetzt auch nichts mit, oder? Denn da gibt's nichts anderen wirtschaftlichen Güter, die da transportiert werden. Der fährt natürlich Minus ein, weil er ja nur nach da was bringt. Und fährt trotzdem das Stück weiter dann, ne? Jetzt müsste man gucken, wie weit er Minus einfährt, ob sich das dann am Ende doch noch rechnet. Aber er fährt jetzt wirklich nur die erste Strecke an, weil er da nichts für geladen hat. 900. Ja, das ist jetzt. Der fährt definitiv da oben den Weg zu weit. Der wird sich auf Dauer dann da fürchterlich ins Minus fahren, oder? Wir werden es gleich sehen. Nein, brauchen wir nicht sehen, das ist so. Verfolgen aus, Linie ändern. Und wir nehmen den oberen halt weg, da fahren wir sowieso mit den anderen beiden Zügen hin. Das heißt, nicht da draufklicken, sondern Linie ändern, das löschen, also das müssen wir umgekehrt machen, löschen, löschen und er fährt nur dahin und dann passt das schon. Und dann gucken wir uns wieder an und alles ist gut, ne? Ja.
Ja, wir haben hier Rückstau, das ist unser Problem, ne? Da müssen wir dran arbeiten. Das funktioniert so nicht. Der fährt jetzt hier lang. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir die beiden ein extra Gleis geben, oder? Der fährt jetzt sogar durch. Der steht jetzt da oben und fährt nicht rein, weil sein Gleis besetzt war. Das ist auch wieder schlecht. Ah, fehlt uns da ein Gleisausfallsignal oder sowas. Das müssten wir gucken, wie sieht es hier unten jetzt aus. Fährt der da rein oder nicht? Aber er müsste reinfahren können. Ach so, nee, der wäre elektrisch, der könnte nicht. Hier ist aber auch von beiden Seiten Betrieb an diesem Gleisen, ne? Obwohl es gerade funktioniert. Oder steht unten einer? Ja, unten wartet schon einer. Und dann wartet auch oben einer. Wir haben hier ein Gleis zu wenig. Da fährt nur noch der Bus hin, ne? Was machen wir da mit dem Bus? Hier oben fährt gar keiner hin. Zeig mal die Bushaltestelle. Bauen wir mal da oben eine Bushaltestelle hin, denke ich mal. Das. Dort. Machen wir die Bushaltestelle jetzt hin. Und den Postkasten basteln wir auch noch hier hin. Dann können wir das da wegreißen. Zup. Macht er da nicht. Wir müssen auch das Richtige nehmen, dann macht er das auch. Ja, und dann machen wir das so. Dann haben wir da auch schon drei Dingens weniger, sag schon. Und da uns das sowieso was kostet, können wir es auch bis dahin abreißen, ne? Und dann da wegreißen, dann können sie nur noch da lang fahren. Ich hoffe, der Bus fährt da jetzt auch lang, das ist die nächste Frage, ne? Findet keinen Weg mehr, so sieht's aus. Welcher Bus ist das? Keine Route. So, schnell die Linie ändern. Doch, war richtig hier lang. Hinzufügen ist auch richtig. Da hast du deinen Wegpunkt. Und den löschen wir raus. Und los geht die Reise. Jetzt kannst du wieder fahren, oder? Zock. Das kann weg. Und er fährt auch wieder. Gut, dann hat er seinen Wegpunkt wieder. Und wir sind hier besser geworden. Vielleicht. Also wenigstens blockieren jetzt nicht mehr die Fahrzeuge hier den Halt. Aber wir hätten das auch dahin machen können. Hätte vielleicht Sinn gemacht, ne? Hätte viel Sinn gemacht, das dahin zu tun. Ja, gut. Nochmal. Nochmal da. Nochmal da. Postkasten stellen wir da auch noch hin. Und den lassen wir so. Ändern die Linie aber. Können wir hier aufrufen. Linie ändern. Stopp hinzufügen. Und Stopp löschen. Der Bus kommt gerade. Passt also alles. Sind denn hier überhaupt Leute? Die nächste Frage, ne? Der fährt jetzt noch hier hinten hin. Okay. Dann lass den da noch einmal hinfahren.
Hat auch 11 Leute eingesackt. Alles klar. Das bedeutet aber, dass wir jetzt den hier abreißen können. Und dann kann das eigentlich alles weg, oder? Hm? Ich lasse es erstmal. So, das auf der Straße weg. Und das auch. Und alles ist gut. Auf der Linie war gar keine... Sag schon, kein Postwagen, ne? Elf Leute fährt er da ja hin, ne? Und jetzt die Frage, wie viel Post da hinkommen würde. So ein Postbulli da hinschicken. Großes Depot da. Post. Postbus. Ach so, hier der Rettungswagen bräuchte auch Post, ne? Sieht so aus wie ein Rettungswagen, ne? Und der kommt da auch drauf. Komm, zack. Wie heißt das Ding? Adolf Zelland. Und starte den mal. Schließen und angucken, ob das lohnt. Aber wir wollen ja immer überall machen, das ist das Wichtige, ne? So, was macht er hier? Er steht jetzt wo? Ach so, da, okay, das ist okay, dass er da steht. Hat wahrscheinlich gerade einen Laden, fährt auch fürchterlich schwarze Zahlen. Ja, den können wir hier auch zumachen, weil der fährt auch schwarze Zahlen jetzt. Und er ist sowieso mit so schwarzen Zahlen unterwegs, richtig cool. Nur diese Landstrecke bringt noch 2443, das finde ich stark. Fährt 50 km/h, darf 110, fährt 50 km/h, darf 100. Aber jetzt ist gleich bestimmt irgendwie außerorts, dann dürfen die schneller fahren, oder? Musste der da jetzt nicht gerade angehalten haben? Wahrscheinlich nicht, weil das noch Stadtverkehr ist. Fährt der so oder so dran vorbei? Nein, dann könnte der das mitmachen. Hm. Müsste man gucken, dass man das ändert. Müsste man vor allem mal gucken, wie viel stehen denn da? 3 Passagiere. Guck mal, er hat 6 Pakete Post dabei. Oder Sackpost. Ja. Ja, das können wir auch schließen, denke ich. Obwohl, ja, müssen wir mal gucken. Doch, er fährt ja auf dem Rückweg jetzt 815 schon ein. Das war ja schon die teure Tour dann, sozusagen, weil gleich kommt erst was drauf, oder? Hier müssen wir noch was ändern vielleicht. Ich glaube, das machen wir auch. Einfügen, den Halt. Ach, dann hat er den davor eingeführt. Fährt zur Linienstraße, fährt zur... Okay, dann können wir da nochmal auf hinzufügen machen und dann fährt er auf dem Rückweg da auch vorbei, ne? Dann haben wir das, oder? Hier, dann Linienthal, dann... Nee, das ist falsch gelaufen irgendwie, oder? Von hier aus zu Linienthal, dann müsste er da zwischen eingefügt werden und der muss gelöscht werden. So, jetzt passt's, glaub. Okay, dann nimmt er die mit. Und dann müssen wir aber gucken, wer war derjenige, der hier noch anhält. Connections Radolfzell West. Und in Radolfzell West kann man den dann rausnehmen, ne? Wie heißt denn das hier? William McKinley. Da. So, jetzt ist das dann besser. Jetzt ist nur die Frage, den anderen schicke ich natürlich auf eine Route dahin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vom Dingens her passt, ne, oder? Das kann zu.
Und hier ist der Bus 28 von 46. Der müsste eigentlich beide Bushaltestellen schaffen dann. Ach, die hat er schon ein... Nee, da sind wir schon mit voll geladen, ne? Ja, das hat dann wohl doch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Haha. Aber warte mal, das könnte noch wegen der Umstellung des Planes da drinnen sitzen, oder? Mach das mal zu. Die amortisiert sich doch immer weiter, oder? Und da haben wir einen Stau, das ist viel schlimmer. Hier ist aber ein Ausweissignal, oder? Ja. Es ist auch beide elektrifiziert, oder? Sieht man ein bisschen schlecht, aber ist so. Wo steht hier das Signal? Da auch nicht. Ach so, das war hier vorne, ne? Standardlichtsignal, das ist kein Auswahlsignal da. Okay. Das bedeutet, das müssen wir mal gerade umbauen. Das ist einfach drüber zu pinseln sozusagen. Nee, müssen wir erst löschen, damit es dann geht. Jetzt ist das Signal weg. Jetzt ist es da. Ah, da ist noch so ein klassisches, aber egal. Jetzt müsste man gucken, ob das da passt. Aber wir müssen so viel gucken, ne? Also die Post ist da schon wieder rechnerisch positiv. Und den verfolgen wir jetzt mal gerade den Bus. Der fährt nämlich jetzt voll tatsächlich hier raus. Das bedeutet, dass wir die Fahrgeschichte anders machen müssen, ne, oder? So, der entlädt jetzt hier. 13 Passagiere. Nimmt auch keine mit, ist klar, weil... Da hinten wollen keine hin. Hier sind es 31. Und dann, okay, da sind alle mitgekommen. Aber er, okay, 42. Er ist nie voll momentan. Das war wohl nur der Überraschungsmoment sozusagen. 39. 24. 26. 46. Da ist er einmal voll. Ist die Frage, ob auf der nächsten Tour der auch voll ist, dann staut sich. Nee, dann ist alles gut, denke ich mal. Wenn mal ein paar stehen bleiben, ist das okay. Wenn eine nächste Tour wieder frei ist, alles gut. Den lassen wir so fahren. Er fährt jetzt hier Post mit nicht Kleingeld einnehmend. Machen wir gerade schneller, gucken, 70. Eben war 70 beim Wegfahren, jetzt 30, okay. Und jetzt? 10? Ich glaube, er fährt gleich plus ein. Gucken. 30? Ja, da sind 59 Cent plus. Läuft, oder? So, 24, okay, der wird auf Dauer dann auch ins Schwarze fahren. Das brauchen wir uns auch nicht groß Gedanken drum machen. Ja, jetzt habe ich schon keine rote Zahl mehr auf dem Stück gerade gesehen. Okay. Schwarz-Rot wechselnd. Okay, jetzt hat er die 30 gerade voll gemacht. Ah, dachte ich, jetzt bleibt er im schwarzen Bereich. Ist aber nicht. Das kommt halt auch drauf an, wie viel er unterwegs hin und her fährt, ne? Ja, jetzt sind wir bei 50. Jetzt könnte das Geld reichen. Ja, aber da fährt er wieder ins Rote. Ganz kurz einmal drin gewesen. Aber jetzt fährt er schwarze Zahlen.
würde ich sagen. Ja, das wird nicht mehr runterkommen jetzt. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann sind wir hier fertig erstmal. Können gerade mal in die Zahl reingucken, wie viel hier noch steht. Und sehen, dass nur noch 85.000 da stehen. Das ist zur Klosterbrauerei wohl das Zeug. Da ist die Frage, ob das dann weniger wird. Sind wir jetzt bei 31, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Hier holt einer Markt. Ah, das sind LKWs, die das machen, ne? Genau, das sind LKWs, alles klar. Gut, dann hier wird es weniger, definitiv. Und da unten müssen wir gucken, was der eine Zug noch macht, was der leistet. Kriegen wir mit, da fährt er ja gerade, ne? Der müsste ja wieder voll sein, genau so ist es. Und der hat die andere Aufgabe und dann 31, fast 32.000. Müssen wir gucken, ob das weniger wird oder nicht für die Klosterbrauerei. Alles klar, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare, wie immer, gerne herzlich willkommen. Schreibt was rein, was besser geht, was anders geht oder gar nicht geht. Und jo, wenn ihr noch Bock habt, dann teilt das in irgendwelchen Foren oder sowas, dass hier sowas läuft. Dann können die Leute da auch gucken und sich damit beteiligen. Alles klar, bis dann. Tschüss.